Transferstatus ändern. Von Transferliste nehmen. Kann ich jetzt noch den Transferstatus ändern auf unverkäuflich? Ja, das muss echt aufhören hier. Ich will ihn nicht verkaufen. Ablehnen. Erste Mannschaft, der ist auch wieder stocksauer. Ja, das geht sogar noch, ne? Also nicht so extrem. Du hast gut trainiert. Ein bisschen zusprechen. 3 Moralpunkte, okay. Eieieiei. Oh, die kommen auch immer höher. Das könnte man echt aufhören langsam, ne? Langsam reicht's mir. Gescheitert, endlich. So, Jugendtag. Auffälligster Spieler war Yilmaz Chetin. Ja, warum nicht? Daniel Kelder hat alle Trainingsziele erreicht. Saisonvorschau verfügbar. Das Icon Saisonheft. Wo ist das Saisonheft? Saisonheft. Ah, da, alles klar. Datenbank aktualisiert. Okay, lausige Schulnoten bei Ahmed Nas. Ja, schön. Daniel Kelder. Ja, ja. Forschungsassistenten. Okay, alles klar. So, gucken wir mal rein hier, Saisonheft, was da los ist. Oh. Aber nur die Teams sind hier aufgezeichnet, ne? Die haben sich gar nicht verbessert. Doch, Taiwo. Uiuiui. Da haben sie aber einen rangeholt, mein lieber Schieber, der Meister. Und bei Schalke, wie sieht's da aus? Superlative. Aha, der Größte. Der Kleinste. Teuerste. Kevin De Bruyne haben sie sich geholt. Ja, ja, ja. Der Kevin De Bruyne. Wahnsinn, 15 Millionen wert. Superlative bei uns. Der teuerste, Philipp Oltscheid. Der treueste, Stefan Müller, seit 2006. Der erfahrenste, Marcel Riese. 206 Spiele. Oh, der hat jetzt alle überholt. Und der gefährlichste, Modibo Maija. Nur, schade, ich dachte, hätte noch was Neues. ja, die Aufstellung stimmt aber auch nicht hier. Warum ist ein Chanda auch vorne? Ach so, weil er, hier aufgeführt ist, der kleinste. Alles klar. So. Schön. Schön, schön, schön. Transfers. Ah, da können wir mal reingucken. Leverkusen, Zugänge. 3 Zugänge. Hinteregger, Matthias Schäfer. Ja, unser Matthias. Bin mal gespannt, ob der da einschlägt. Taiwo für 5,5 Millionen. 8 Millionen haben sie uns bezahlt. Abgänge eine ganze Menge. Bei Schalke Zugänge nur einer. Dortmund gleich 4. Diarra, Fernando für 10 Millionen fast. Die Bayern, ja, die haben sich gleich wieder den dicksten rangeholt. Bremen hat auch zugeschlagen. Mit Zauti und Eilers wollen die auch da oben mitmischen. So, Gladbach. Nee, soweit passt eigentlich. Ich denke mal, es wäre noch eine Position, wäre noch ganz gerne zu besetzen, aber finde ich von uns gar nicht so schlecht aktiv. Es wäre jetzt zwar der Innenverteidiger, neben Boltscheid. Aber ich denke mal, Bell, der hat noch so viel Entwicklung vor sich, der ist gerade mal 24. Da geht noch was, auch vom Talent her passt das. So. Gut. Nee, nicht kompromissbereit, das ist wahr. Alles klar. Sehr cool. Würde niemals trainieren, Real Madrid. Ja, das stimmt wohl. So. Elf des Jahres. Ist noch die alte Elf, ne? Vielleicht schaffen wir dieses Jahr ein paar Jungs von uns mit rein. Ich bin gespannt. Gerade auch Lasogga, ne? Bei ihm wird man es wahrscheinlich sofort sehen. Wie stark er ist. Restaurantbesuch ohne Björn Kliche. Ach du heilige Scheiße. Naja, der ist total stinkig, der Klappstuhl. Gott sei Dank sind wir auf ihn noch nicht so angewiesen. Man hätte echt ein Problem, ne, wenn er so stinkig ist. So. Och, Stindel hier. Und Schwab. 33 Millionen.
Der Daniel Schwab, ich werde verrückt. 33 Millionen. Verkauft wurde von Leverkusen an Rom für 4,9 Millionen. Und die verkaufen ihn jetzt für 33. Absolut gestört. Krass. So, Pripp sind wir auch losgeworden. Warum wird das mir angezeigt hier? Kenne ich doch gar nicht. Oder kenne ich Kolasinac? 23, kenne ich doch gar nicht. Doch, Karlsruhe, ach Gott. Ist unsere Jugend oder was? Krass. So. Es geht los, Vorbereitung. Chan? Sehr schön. Oh oh. Ja. Auch das war schon. Ach schade, Mensch, das geht noch ein bisschen mehr. Na gut, die Reserve ist meistens nicht so. Die Jugend auch nicht so pralle. Gut. AS Saint-Étienne interessiert an was denn? Gucken wir gleich mal. Der Karlsruher SC ist der Gewinner der Vorbereitung. Nach 252 Spielen für den FSV Mainz 05 will Elkin Soto seine Karriere nach der Saison beenden. Notenbester Spieler Pierre-Michel Assogar, bester Torschütze Modibo Maija. Also, die beiden Stürmer verewigen sich schon mal gleich hier. Sehr schön. Drei neue ist auch ausreichend, meiner Meinung nach. Nach Stärken einsortieren. Oh Gott, wir sind Platz 5. Lass ich gerade mal so stehen. Bin ich ja mal gespannt, den Blitzebogen. Da gucken wir auch mal fix rein. Sponsorenangebot. Wow, Coca-Cola ist immer gut. Summe erhöhen. 700.000, ja, sehr cool. Ah, da bin ich mal gespannt. Da finden uns noch ein paar Banden, alles klar. Ach du heilige Leute, es ist richtig kunterbunt aus. Also, die Saison kann nur gut werden. Ach, den wollte ich ja haben, genau, den Savic wollte ich haben. Das ist er, Vujadin Savic. Ehrgeizig, Publikumsliebling, anpassungsfähig, professionell. Ich biete immer mit. Ach, er möchte nicht zu einem Verein mit einem niedrigen Prestige wechseln. Schade. Schade. Kann ich Pedersen? Geht da noch was? Ich probiere es nochmal mit Pedersen, ob mittlerweile was geht. Ach Gott. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Let's go. Habe ich noch ein bisschen Geld übrig? Ich nehme ihn mit. Scheißegal, ich nehme ihn mit. Dann haben wir eben drei Stürmer. Ach Gott, wird das ein Kampf da vorne um die Plätze. Einer wird Joker, scheißegal. 6,5 Millionen. Ach du heilige Scheiße. Ja. Eieieiei, Flitzekuchen. Wenn das noch klappt. Mann, ist das ärgerlich. Hätte aber viel früher gehen können. Jetzt habe ich nur noch 8 Millionen übrig. Aber Gehalt kann ich locker stemmen. Boah, mit Lasshocker kotzen. Ja, leider wird er schwer haben. Aber das ist gut. Konkurrenzkampf ist immer gut. Mein Gott, man kann auch drei Stürmer haben. Ich kenne zwar nicht viele Mannschaften in der Bundesliga, die solchen Luxus leisten können. Wir können es. Und wir machen es auch diese Saison. Weil die soll rocken. Denn wir stehen schon vom ersten Spieltag gegen Köln. Und den fahren wir so richtig feierlich ein, würde ich sagen. Und wenn nichts zum Saufen gibt, dann fahren wir immer noch in den Puff. So, liebe Leute. Ach Gott, wenn der noch rankommt, der Pedersen, so kurz vor Schluss. Und da ist angerichtet, Vorbereitung abgeschlossen, ein Transfer steht noch aus, ein Megatransfer, wenn man so ehrlich ist, ein Mega-Ding, das wir da noch am Start haben vielleicht. Ein Spieler, den ich unbedingt ganz gerne noch im Team haben möchte. Körperlich stärker werden. Ich brauche wirklich eine Topform. Er gewinnt nochmal Formpunkt, sehr schön. Pogba müssen wir auch nochmal ein bisschen gut zusprechen, glaube ich. Gerade so die moralschwachen Jungs. Mensch, Leute. Wir haben was Großes vor mit dieser Mannschaft.
Wir haben was Großes vor. Maisha nur eine 10. Du hast gut trainiert. Auch mal einem von den 9 noch mal ein bisschen. Ach Gott, Bui, habe ich lange nicht mehr gequatscht. Auch gut trainiert. Gott, was für ein Kader jetzt. Boah, wir können ja alles auswechseln. Wir können ja rotieren wie die Gestörten. Das ist ja absolut geil. Total geil. Er wird auch voll offensiv, wird hier reingeklotzt jetzt, was das Zeug hält. Und zwar über die Flügel, zentral auf Maisha, Sturmtank, Pressing überall, Abseitsfalle. Boah, muss nicht sein. Individuelle Anweisungen sind auch ganz wichtig. Ja, wenn ein neuer Spieler reinkommt, müssen wir mal schauen, kann der überhaupt dribbeln? Kann doch gar nicht dribbeln, was war der Quatsch? 66. Vorstöße, ja. Kreative Positionstreue, okay. Ach, da bin ich mal gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, Pogba muss nicht so weit nach vorne, der soll mal lieber da hinten zumachen. Zwei Stürmer. Saisoneröffnung ist leider auswärts. Aber Saisoneröffnung. Ah ne, wir haben ein 3D-Spiel schon gehabt, auswärts gegen Köln in der letzten Runde. Das heißt, wir machen mal einen Textmodus zum ersten Spieltag. Um auch zu sehen, wie alles funktioniert, ne? Ganz klar. Ach Gott, bin ich geil auf diese Mannschaft. Die wird ja immer geiler, Leute. Die wird ja immer geiler. Es ist so unglaublich. Sie wird immer genialer. Es ist so unbelievable. So fucking unbelievable. So. Gott, habe ich Bock auf die Saison. Also die letzte Saison wird nochmal der Brüller werden. Das verspreche ich euch. Mit allem egal, was ist. Es kann auch alles in die Hose gehen. Kann ja auch sein. Wissen wir ja noch nicht, ne? Also müssen wir mal sehen. Vor allem können wir ja auch so von der Taktik her immer relativ flexibel sein. Wir haben jede Position doppelt besetzt. Wir haben jede Position außer Pogba. Alle außer Pogba. Das ist der einzige, der nicht doppelt besetzt ist. Aber ansonsten... alles doppelt, geil. Und wenn noch der Anerknallkörper rankommt, dann ist die Hölle los. Unser erstes Heimspiel ist gegen Nürnberg im 3D-Modus. Jetzt erstmal Textmodus gegen Köln. Wir sehen uns gleich und ich freue mich drauf. Bis dann.